Auf der Pressekonferenz zeigte er sich genervt, auch interessant, kostenlos anmelden, Eurosport News per WhatsApp, es geht nur darum. Ich hätte gerne, dass Men mal über Fußball schreiben. Das Wichtige für sie ist nur, wer ist der Trainer in der neuen Saison? Mein Gott, dann knallte er sein Glas vehement auf den Tisch. Doch Nachfragen hatte der 72-Jährige während einer bemerkenswerten Pressekonferenz selbst provoziert. In der monatelangen Diskussion über seine Zukunft ließ Heynckes sich zur Überraschung vieler Beobachter wieder eine klare Festlegung vermissen, ich kann Ihnen sagen, dass noch gar nichts entschieden ist. Sollte Heynckes, der Übergangstrainer, also doch weitermachen? Trotz des öffentlichen Werbens, besonders seitens des Präsidenten Uli Hoeneß, hatte er schließlich mehrfach eindeutig den Eindruck erweckt, nicht für eine weitere Saison zur Verfügung zu stehen. Erfreut hatte er zur Kenntnis genommen, dass Hoeneß sein ständiges Bullen eingestellt hatte. Heynckes schien in mehreren Interviews sogar sanft Thomas Tuchel in Pole Position für seine Nachfolge zu schieben. Dies will der erfahrene Trainer definitiv nicht so gewertet wissen. Was ich über Trainer gesagt habe, war meine Wertschätzung, sagte er, und wenn man aus dem Kontext Dinge herausnimmt, dann liest sich vieles anders. Zuletzt war auch Christian Streich vom SC Freiburg in den Genuss einer intensiven Heynckes-Lobrede gekommen. Schon brodelten Gerüchte. Ich vertrete meine Meinung, betonte Heynckes nun, wenn das ein großes Echo erzeugt, ist mir das wurscht. Zuvor hatte er der TZ und dem Münchner Merkur in einem Interview geschildert, ich habe von einem möglichen Nachfolger gesprochen, nicht von einem Zeitpunkt der Nachfolge, ergo, nicht unbedingt vom 30. Juni, an dem sein Vertrag ausläuft. Heynckes hatte das Amt nach der Trennung von Carlo Ancelotti mit der Maßgabe übernommen, es bis zum Saisonende auszuüben. Heynckes sollte ein Übergangsmanager sein, Wegweiser, Vorbereiter und Moderator eines sanften Umbruchs. Ob er dabei wieder Blut geleckt hat? Eigentlich hörte es sich nicht danach an, wenn er sein Leid klagte, ich bin im Mai 73 Jahre alt und dann so einen Job hier machen? Der ist sehr intensiv und ich sage ehrlich, das kostet sie ein großes Stück ihrer Lebensqualität. Er sei von morgens bis abends mit dem FC Bayern, dem Fußball, der Mannschaft beschäftigt. Ich bin alleine hier, habe kein Privatleben. Zudem werde Gesamtentwicklung im Profifußball und das damit verbundene Anspruchsniveau immer komplexer und damit für einen Trainer auch immer schwieriger. All es spricht kaum für ein weiteres Engagement, daheim in Schwalmtal warten seine Frau und sein Hund. Es verwundert, dass Jupp Heynckes nun selbst Unruhe schürt, wo er Ruhe anmahnt. Ich sage nichts Definitives, weil ich weiß, wie Öffentlichkeit darauf reagiert, betonte er in erwähntem Gespräch. Und wir müssen nochmal ein bisschen Ruhe haben, um unsere Träume vielleicht wahr werden lassen zu können. Die Chance, das Dauerthema ad acta zu legen, lässt er allerdings beinahe tagtäglich verstreichen. Video: Hitzfeld ritt Heynckes, Jupp sollte